Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Generalversammlungsfreunde. Heute wollen wir ins Parkhaus eindringen und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, dass ich jetzt genau gerade vor einer Mauer campe, vor dieser Mauer. Und dort wollen wir jetzt eine Bombe legen. Vielleicht soll ich mich mal zurückziehen. Geht doch! Okay, wir dringen ins Parkhaus ein. Feinde scheinen sich, wenn nur von rechts, an uns heran zu orientieren. Okay, jede Menge Feinde. Lass mal ein paar Sachen in die Luft fliegen, oder? Macht sie immer gut. Ich im Lauf mal ein bisschen. Oh, hier schöne Limousine. Kugelsicher vermutlich. Oh, wie ich vorbeiholze mit dem Ding, ey, ne? Yeah. Das ist da auch nice hier, oder? Die wollen wir killen. Ein schöner Screenshot vielleicht für die heutige Folge. Weiß man noch nicht. Yeah, finde ich auch cool. Auch sehr schön. Sehr stylische Bilder. Für die Thumbnails, falls ich denn mal welche mache. In letzter Zeit hatte ich echt so viel Stress um die Ohren, dass ich ja teilweise echt die Thumbnails erst 3 Tage später gemacht habe. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Okay, von wo? Mir egal, von wo. Ey, der hat die ganze Zeit auf mein Geschütz geschossen, das Schwein, ey. Ach, bis dahin kann ich nicht werfen. So, werft euch die Granaten mal selber vor die Füße, ihr Penner. Komm schon, du schaffst das! Ja, schaff es! Feinde nähern sich ihrer Position. Nein, nicht schon noch mehr, oder was? Nur scheiße, einer mit Schild, das hasse ich ja voll. Keine Munition mehr, das kann doch nicht sein, Leute, oder? Wie keine Munition mehr. Geh um die Ecke rum, du blödes Schwein! Willkommen bei Weglaufen mit Sirius. Lass die doch kommen. Ich hier mit meinen 3 Schuss, ey. Toll! Ich habe noch 27 Kugeln. Ich hoffe mal, der hat wenigstens ein bisschen Munition da fallen lassen, ey. Der Arsch. Bin ein ganz klein bisschen vorsichtiger, wie man sich vielleicht denken kann, mit wenig Munition und wenig. Oh. Ach, das ist so ein scheiß Schildträger, jetzt sehe ich das erst, ey. Den Scheiße zu knacken, oder?
denke immer... Ach, scheiße, hat er das Geschütz. Ich habe immer gedacht, Mensch, wenn du so oben knapp über das Schild schießt, ähnlich so wie bei Rainbow Six, dann muss das so gehen. Gucken, was du davon hältst. Scheiße. Hält da gar nichts von? Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Toll, blutende Wunde. Das liebe ich hier. Boah, das interessiert ihn gar nicht, ey. Dass man den auch nicht umlaufen kann oder so, ne? Ach, ey. Was das Spiel ja absolut nicht kann, ist ja die Charaktere so um die Ecke rumwandern lassen. Also sowas hier. Das klappt ja nur jedes dritte Mal. Und es dauert halt so extrem lange. Was mit deinen scheiß Füßen? Sind die auch unverwundbar oder was, ey? Penner! Naja, der Schild gibt dir Deckung, hab ich gemerkt. Mann, ey. Die Schildtypen gehen mir echt auf den Keks. Ist das schon ein Elite-Gegner? Mit Lila? Ellenbogen macht der Schaden. Schön, da, Hauptsache, dass er da nicht. Schön, dass er da nicht reagiert. Ach komm, Junge, ey. Suck my balls, wollte ich gerade sagen. Sie haben jetzt Mods für eine ihrer Fertigkeiten entsperrt. Na toll. Ich brauche hier halt ein bisschen Lebenspower. Entschuldigung. Lädt er auch einfach mal nach oder schießt er einfach nur? Hat er 200 Schuss in seiner Pistole? Also ich versuche jetzt halt bewusst auf den Arm zu schießen. Ah, du solltest darüber springen, ey. Scheißdreck, ey. Jetzt muss ich erst wieder warten, bis mein Medikit da aufgelevelt ist. Könnt ihr unten rechts sehen. Langsam aber sicher. Low and slow. Die Schildtypen, ey. Da sieht er mich auch. Oh, ich hasse das, ey. Schluck Wasser nehmen. Ich trinke mal einen Schluck Mineralwasser. Lecker. Cooldown-Zeit. Und rein damit. Ey, so ein Arschloch, oder? Interessiert ihn noch nicht mal. Ey, nimmt er echt nur Schaden an seiner Hand, ne?
Na, danke schön. Ich hab nichts mehr, womit ich auf Feinde schießen kann. Gepistelt! Für ein Medipack tue ich alles. Wurde irgendwann mal zwischendurch ein Munitionspaket angezeigt, was ich überlaufen übersehen habe. Weil normalerweise ist doch bei diesen Hauptmissionen liegt doch immer Muni rum bis zum Kotzen, ey. Hm. Diesmal anscheinend nicht. Ach, Muni, das wird... Oh, da ist sie. Muni, das braucht doch keiner. Wofür denn, Mensch? Wow, voll hell im Tageslicht hier. Uns fliegt hier draußen ziemlich was um die Ohren. Das dauert zu lange. Die Türme müssen sich drehen und das Tor muss sich öffnen, und zwar sofort. Geschütze hacken, okay. Jetzt vielleicht nicht so einfach unbedingt. Toll. Da habe ich mich natürlich direkt wieder vom Snipe oben anschießen lassen. So, die sichere Bank. Hat der eine Suchergranate geworfen? Nee. Oh Scheiße, das Geschütz schießt da schon auf mich. Ärgerlich. Nein, 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 nein! Ah, fuck, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass das Geschütz da hinten auf mich schießt. Besser als du! Das Geschütz hier? Nö. Wo denn dann? Da unten irgendwo? Warum kann ich das nicht hier ausmachen, Mensch? Ich habe jetzt gedacht, hier so. Ärgerlich. Und was wird hier angezeigt? Irgendwas zum Aufnehmen doch. Wo? Wo denn bitte? Ey, ich bin direkt unter dir, das geht gar nicht. Frechheit, ey. Oh, wie er nicht über das Ding klettern kann, ne? Ja, schön. Türen muss man nicht aufmachen können. Medikit, für Medikit tue ich alles. Und werft auch, Penner. Bisschen hektische Spielweise vielleicht gerade, die ich hier an den Tag lege.
wundert mich, dass das Geschütz hier nicht auf mich schießt. Ich auch wieder nichts machen hier. Wo sind die Dinger, die ich aufnehmen kann, ey? Irgendwo hier drunter wieder, oder was? Ich will einsammeln, ich will looten, Zeug haben und so. Aber irgendwie habe ich keinen Bock, die ganze Zeit auf die Mini-Map zu starren oder daran vorbeizulaufen. Hätte ich da oben hochgemusst auch? Vielleicht, ne? Oder? Sieht so ein bisschen so aus. Na. Wir hacken erstmal die Geschütze. Fühle ich mich sicherer. Na, endlich! Kümmern Sie sich nicht um den Hof. Den kann die JTF halten. Gehen Sie zum Sitzungssaal. Bliss ist Ihr Ziel. Bringen Sie ihn zur Strecke! Boah! Ey, ich hab die Geschütze gehackt. Die müssen jetzt für mich kämpfen. Boah, wie ich wieder eine Stunde vorbeischieße! Boah, ich ekel mich vor mich selber, so schlecht spiele ich. Komm hier in den Rücken. Hast du nicht anders verdient. Da oben kommen meine Jungs. Ein bisschen spät nachgerückt allerdings. So, ich muss mich die UNO angreifen. Ich muss nur noch kurz die UNO angreifen, dann habe ich alles erledigt. So, aber wo sind jetzt diese ganzen Sachen? Das könnte da drin sein, ne? Aber hier das? Oh, ich habe jetzt keinen Bock zum Suchen, ey. Wie doof das ist. Warum kann das nicht einfach rot leuchtend blinkend? Oder bin ich wieder dran vorbeigelaufen, Weber? Das könnte einfach rot blinken, das würde mir helfen. Wohin muss ich? Hier? Und dann will er nach hier. Also doch da rein, oder? Ah, Spiel nervt mich, ey. Ich bin eh gestresst. Ich kann das jetzt hier nicht gebrauchen. So, wenigstens eine Sache gefunden. Eine Schockgranate. Eine einzelne Schockgranate gab es jetzt für mich, oder was? So. Ich weiß jetzt nicht, ob man nicht ein bisschen mehr Muni bekommen sollte. Als eine Schockgranate, wenn man die UNO angreifen möchte. Aber wir glauben, dass China und der Russe ebenfalls im Gebäude sind. Ich habe Trupps der JTF mit der Suche beauftragt. Aber wenn sie sehen, zögern sie nicht. Nein, wir zögern nicht. Wir killen alles, Lady. Sturmgewehr raus. Sind hier joggen, oder was? Okay. Checkpoint. Ein Checkpoint. Noch nach 20 Minuten Spielzeit. Das könnte jetzt noch ganz schön haarig werden, meine Freunde. Das ist, glaube ich, so das Endlevel. Wollen wir das noch mit reinnehmen ins Video? Oder darf ich das ins nächste Video packen? Der große Kampf kommt im nächsten Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und...